Willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, wir sind bei der Höhle des Riesen. Glaube ich zumindest. Toll. Wir fackeln uns mal hier den Weg zurecht. Okay, ich komme hier nicht weiter. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Ich bleib mal bei Igni. Ja, Iogroidenöl bräuchten wir noch. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Du sprichst mit einem Hexer. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Puh. Oh, da ist der Riese. Ich sollte mal mich vorbereiten, glaube ich. Erstens, ich würde gerne was essen. Wir brauchen... Ogroidenöl hätte ich gern. So, was kann ich denn hier trinken, was mir helfen könnte? Rennen außerhalb der Kämpfe bringt mir nichts. Maximale Vitalität wird töten Gegner erhöht, das bringt mir auch nichts. Feine Zufuhr regeneriert Vitalität. Das klingt doch super. Das klingt doch super. Den nehme ich. Den nehme ich. Den nehme ich. Was ist das hier? Ja, wunderbar. Jetzt müsste man Fackel mal ausmachen, Quicksaven. Meide Schnee, wenn du darauf läufst, sagt das Knirschen den Riesen auf. Ich soll noch gar nicht quasi gegen den kämpfen. Ich bin gerade sowas von über Schnee gelaufen. Sorry. Stopp. Stopp. Erstens Quen. Hui! Hui, hui, hui! Stopp. Zweitens. Trinken. Trinken. Drittens. Igni. Hopp. Hätten wir ihn befreit, dann wäre er jetzt nicht gestorben, ja? Jetzt ist er tot, nämlich. Oh, wow. Okay. Den Schaden. Nein, 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 nein! Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Mir ist gerade egal, was der denn klingt. Bla 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 bla. Das kann doch nicht sein, Alter. Fuck it.
Nein, wir werden das Ganze leider nochmal machen müssen. Tut mir leid. Ich überspringe das gerade mal alles. Jetzt. Und Vater. Meine Güte, halt doch mal die Klappe. Ich muss auch ins Menü. Ah. Ins Menü. Ja, klar. Genau. Danke, ja, das wollte ich. Ja, Angret, halt die Fresse jetzt. So. Spiel laden. Kontrollpunkt. Wo ist denn? Nein, den Kontrollpunkt meinte ich nicht. Schnellspeicherung. Ja, Es tut mir leid. Wir werden das nochmal machen. Ich habe jetzt gerade aus Versehen diese scheiß Cutscene übersprungen. Warum? Jetzt soll ich den Kampf nochmal machen, aber es ist mir lieber, den Kampf nochmal zu machen, als diese Cutscene nicht gesehen zu haben. Ja, ja, HDF. Rittersporn, Ruhe. Ritti. Dankeschön. Also. Kampf gegen Riesen, die zweite. Ja, ich könnte den jetzt versuchen rauszulassen. Okay, ich hab Abstand verkackt. Ja gut, das können wir aber springen tatsächlich. Stopp. So, Uroidenöl müsste ich drauf haben, wenn ich mich nicht täusche. Ich mach's trotzdem nochmal. Uroidenöl. Ich möchte den trinken und den trinken, ne? Ja, jetzt tötet er ihn, deshalb können wir auch überspringen. Das sehe ich nicht als Problem. So, jetzt können wir weiterspielen. Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt, der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Naja. Tja, keins von beiden. Sorry, aber keins von beiden. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Ja. Gut, ärgerlich. Extrem ärgerlich. Naja. Ah, Schlüssel zu Vigis Käfig. Ja. Sorry, Vigi. Irgendein Kristall. Sehe Vigi hier nicht mal irgendwo. Bin da wohl irgendwie komplett zerrissen. Ja, ich bin ein bisschen vergiftet hier gerade, aber das ist okay. Charakter. Ja, ich kann. Oh, ich kann einen neuen Slot belegen. Das ist ja. Wow. Ich möchte jetzt gerne irgendwie weiter lernen.
Ja, das mit dem Slot hat gerade keinen Unterschied gemacht, deswegen habe ich jetzt einfach mal das, was wir schon gelernt hatten, da reingemacht. Wo muss ich hin? Was ist das denn hier? Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undwig. Was? Können kurz quicksaven. Ich kann gerade kaum laufen. Ich muss gerade mich springend fortbewegen, damit ich mich überhaupt bewegen kann. Komm schon. Back dich hoch, 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 back dich. Fuck. Scheiße. Irgendwas mit Waffen und Unweg und überhaupt. Ich hau mich mal hier hoch. Ich hab gar keine Ahnung, wo ich bin. Ab welchem Level ist eigentlich die meisterliche Rüstung? Ab 30 oder so? 32? Oder gibt es dazwischen sogar noch eine? Wäre auch gut zu wissen. Gibt es zwischen der meisterlichen Rüstung und der verbesserten, die ich gerade anhabe, gibt es dazwischen noch was? Ich hab keine Ahnung. Hallöchen, Zyklopi. Oh, da rennt er mich einfach. Alter, bist du hässlich. Alter! Was macht der für einen Schaden? Heilige Scheiße. Den Schaden. Aua. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Egal, wir speichern und ich weiß gerade nicht, wohin wir müssen. Also irgendwas mit irgendwelchen Werkzeugen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ah, ich muss da hoch. Nicht wirklich, oder? Gib mir mal eine Schwalbe, bitte. Nein. Dankeschön. Du wirst mir jetzt erzählen, du kommst da nicht hoch. Dankeschön. So, ich soll mir Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Unweg holen. Okay, machen wir mal eben. Moment mal. Hier fahren wir doch schon. Jetzt bin ich verwirrt. Hier bin ich rausgekommen. Ja. Was ist das jetzt hier? Oder in die Suppe rein. Okay, ich glaube, ich habe einen Troll gefunden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Trolle waren auch Ogroiden, oder? Ich vergesse das immer wieder. Trolle waren meines Erachtens auch Ogroiden. Ja, Felstrolle, dankeschön. Sorry, wenn ich das mal nachgucken muss, aber ich bin ein bisschen vergesslich diesbezüglich. Wieso lebst du noch? Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Okay.
Hallo, legendäre Schmiede. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Johanna gemeint hat. Johanna? Who the fuck is Johanna? Bring das... Ich erinnere mich an eine einzige... Doch. Ich erinnere mich sogar an zwei Quests. Ja, doch, langsam, aber sicher macht es gerade Klick bei mir. Doch. Ich bin überlastet. Oh, cool. Wie habe ich das denn hinbekommen? Ja, gute Frage. Wie habe ich das denn hinbekommen? Ich brauche die ganzen Bolzen eh nicht. So. Jetzt wollte ich aber nichts mehr aufsammeln, quasi. Sondern nicht direkt was. Achso, ich kann jetzt schnell reisen. Natürlich. Witzig. Könnte ich, ja. Könnte ich. Wohin will ich denn jetzt eigentlich? Zu welchem Strand? Ich muss doch eigentlich noch... Wo ist denn jetzt unser Freund? Zu welchem Strand soll ich mich denn mit dem treffen? Greifenschulausrüstung. Level 26. Es wird interessant. Aber ich bin gerade trotzdem etwas verwirrt. Weil ich weiß gerade nicht, an welchem Strand der Typ mich treffen will. Eigentlich doch hier auf der Insel, oder nicht? Oder bin ich jetzt irgendwie auf einer anderen Insel, wo ich gerade nicht gemerkt habe, dass ich... Ich bin verwirrt. Komm mal her, Plötz, bitte. Ich bin gerade unglaublich verwirrt. Achso, ich komme hier gar nicht vorbei. Ja, das ist natürlich geil. Ja, geil, ich komme da ja nicht durch. Na toll. Ach, geil. Dankeschön. Hier machst du mehr Sinn, Plötze. Schneller. Ja, komm. So, jetzt habe ich die Quest von dem Riesen aber irgendwie noch nicht ganz... Ich bin total verwirrt. Ich glaube, ich muss hier hin. Behaupte, da muss ich hin. Wir haben eben gesehen, dass man unglaublich viel Erfahrungspunkte dafür bekommt, wenn man diese Quest abgeschlossen hat. Und ich habe die Quest noch nicht abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich möchte mich hier noch ein wenig umsehen. Jetzt bin ich etwas verwirrt, wo denn unser lieber Questgeber ist. Mit dem wir eigentlich zusammen irgendwie zurücksegeln sollten oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, ich möchte nicht nach Novigrad gerade. Dankeschön. Komme ich denn jetzt dahin? Hä? Wollen wir ein bisschen buggen? Ich bin sicher, Plötze kann hier ganz coole Sachen machen. Komm schon, Plötze. Kann man Fallschaden mit Plötze bekommen? Nö, ne? Das heißt, man kann eigentlich ein bisschen rumbuggen hier. Ich hab mich... Sorry, Plötze, du musst mal eben hier im Graben bleiben. Ich hab ein bisschen verkackt gerade. Ich behaupte, dass wir eventuell hier runter müssen. Hier ist ja auch ein Boot.
Ja, da ist er. Ha. Hi. Segelst du zurück nach Arskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester. Aber sie ist... Sie hat... Alle überrascht. Sie hat alle überrascht. Und Vater? Hat er sie unterstützt? Er hat sie eine verrückte Expedition machen lassen? Er war nicht sehr erfreut. Besonders, weil Ceres es ihm vorher nicht gesagt hatte. Mir auch nicht. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalric helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres. Hexer. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Dein Vater hat mich darum gebeten, aber was, wenn ich ihr helfe, sie gewinnt und dann zur Königin der Skelligen gekrönt wird? Du hast mir auch geholfen. Dann stehen die Chancen gleich und den Rest entscheiden die Götter. Ich dachte, du würdest ihnen nicht blind vertrauen. Ich will ihnen noch eine Chance geben. Mach's gut, Hexer. Leb wohl, Ankret. Kriege ich jetzt bitte noch ganz viele Erfahrungspunkte? Wie steht's, Geralt? Hä? Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ja keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht. Da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Hä? Ich hab... Leb wohl, Ankret. Der Dialog ist schwachsinnig zu der gegebenen Zeit, muss ich gestehen. Und ich habe irgendwie gerade nichts bekommen. Ich bin gerade ungemein verwirrt. Ich möchte gerade tatsächlich mal was ausprobieren. Wir speichern mal ganz kurz. Ich weiß, klingt ein bisschen doof jetzt, aber ich möchte mal eben was wissen. Wir haben doch schnell gespeichert, bevor wir zu ihm gekommen sind, oder? Ich würde gerne wissen, ob ich nur eine Belohnung bekomme, wenn ich auf Ja klicke. Weil, als wir da durchgesäppt sind, weil ich ja das Spiel nochmal neu laden wollte, da meine ich, Erfahrungspunkte bekommen zu haben. Deswegen bin ich jetzt gerade tatsächlich ein wenig verwirrt, weil ich mich gerade nichts bekomme, also rein gar nichts bekommen habe. So, perfekt. Genau hier wollte ich sein. Segelst du zurück? Ja. Wer hat sonst... Und? Ceres? Die ist nach Dingens gesegelt. Sie ist nach Spik... Allein? Sie wollte Uda... Bei den Göttern. Hexer. Ja. Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Leb wohl, Ankret. Nö. Okay, das ändert nichts. Absolut rein gar nichts. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.